Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erleben jetzt die Nobelverbrennung. Wir nehmen Abschied vom Fasteleer. Der war aber schon von vornherein tot. Wir ihn langsam nieder. 1, 2, 3. So. Stört du so. Er hat meine Fackel. Komm hier, komm. Vorsicht! Hallo! Ich! Er hat doch die Drogen mitgemacht! Er ist dick! Ja, er fängt jetzt an, das ist mein Fleisch! Mach alles geil! Liebe Trauergemeinde! Moment, jetzt Jummi, äußert er noch bitte. Der könnte. Du musst das auch brennen! Feuer. Hier ist Presse, ich geh weg. Ach Thomas. Ich komm nicht ins Fernsehen. Was Thomas steht. Nein. Ja, ich werde erhört. Ah nee. Ich will das nicht. Ein. Es geht. So, sind wir jetzt Schmink und Janik. Alle da. Rief drauf der Meile. Wir sind ja nur zusammengekommen, um unsere Nubbel zu verabschieden. Der Faster Laurent ist zu Ende. Die Jäckedach sind vorbei. Und dazu rufen wir uns alle aus. Effere! Alla! Gründung! Alla! Nubbel! Alla! Noch nichts. 6 Tage sind wir rumgetrocknet. Wir sind von Kneipe zu Kneipe getrocknet. Doch jetzt kommen wir hier zusammen, um über den Nubbel zu richten. Er hätte nicht nur schlechte Zitronen, sondern auch neue Diodes. In der Galaxie hätte aufgepasst, dass von uns keinem jetzt passiert ist. Der hätte darüber gesorgt, dafür gesorgt, dass die Prinzessin immer nach Hause gekommen ist, auch wenn er manchmal ein bisschen spät war. Nee, war das. Kamerad? Nee, aber manchmal. Er hätte dafür gesorgt, dass unser Freund Hans Schröm, wenn man die braucht hat, immer zur Stelle war. Ja! Aber trotzdem, es ist eine Lump und ein Suffkopf. Danke. Ich will euch sagen, was der Nummer alles schon ist und dabei Leute behelfen. Jedes Mal, wenn ich sage,
Wer ist so das? Danach war die Aussage, das war der Null. Günther. Wer ist schuld, dass im Köln der dicke Peter seinen Club verloren hat? Wer ist schuld, dass der FC immer noch nicht richtig Fußball spielen kann? Wer ist schuld, dass die zwei Wärmduscher vom Senat und waren eine dicke Jagdstunde? Wer ist schuld, dass unser Jans Geld versoffen hat? Wer ist schuld, dass unsere Geschäftsführer immer noch Königswinter mordwendet an den Arbeiter gingen? Wer ist schuld, dass unser Vorsitzender mit Singapur den ganzen Vorschlag bekloppt gemacht hat und der Doof ist immer noch nicht weg gewesen? Aber hallo! Wer ist schuld, dass wir jetzt wieder Fisch essen müssen und uns wieder auf den nächsten Kanal freuen können? Wer hätte das auch verbrochen? Das war der Nubbel, darum wird er jetzt angestochen. Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Reue, sie brechen entzwei. Von all deinen Küssen darf ich nur missen. Wie schön es doch war, dann ist alles vorbei. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue, sie brechen entzwei. Von all deinen Küssen darf ich hier nur missen. Wie schön das ist, dann ist alles vorbei. Du bist jetzt schuld. Jo. Er brennt. Und du bist jetzt schuld, dass der Platten da war. Der Nubbel. So, Marie. Und du bist jetzt schuld, dass die Hälfte der Mannschaft krank ist. Sau. Und dass ich hier fest nach Arbeit musste, bist du auch schuld. Jawohl, hab ich Eis! Nein, verbrenn die! Die Sau! So, mein Liebe, sag mal einer, was er ausrufen möchte. Anne-Marie, Marie, wer ist dein erstes Gerät? Habt ihr die Schuhe hier retten? Die waren noch los. Gott sei Dank. Ja, die Schuhe haben wir. Das ist 59, ne? Schönster Mann zum heiligen Jahr. Hallo. Ist unser Frieden, denn er hört zusammen in Allerhoher Seel. Ist unser Frieden. Oberdorf. Jetzt kommen die Sülzer. Jawohl.
Wir kennen den Text noch, den Text sicher. Das ist von die Würstchen, und dann schönen Abend kommt der Jud nach Hause.